Einige Ornithologen im Nabu-Kreisverband Euskirchen haben zusammen die Idee entwickelt, im Kreis Euskirchen ein Forum Ornithologie zu gründen. Am 2. Juni war es denn soweit. Im Restaurant Laku Beach am Zürbischer Wassersportsee fand das erste Treffen statt. Interessierte Menschen hatten sich eingefunden, um Kenntnisse, Gedanken und Ideen auszutauschen, unabhängig ihres Kenntnisstandes der Ornithologie. Wir wissen hinterher, dass man einfach ein bisschen einschätzen kann, wer hat welche Erfahrungen, wen kann man mal ansprechen oder fragen oder wer macht bestimmte Begehungen oder irgendwas, wo man sich mal anschließen kann. Einfach um das dann möglich zu machen und dann eben auch einfach unsere Daten auszutauschen, sodass man sich wie auch immer anrufen kann, e-mailen kann, wie auch immer sich verabreden kann, dass wir sowas machen. Bei einer Vorstellungsrunde erzählte jeder Teilnehmer etwas aus seinem Bereich und welche Erfahrungen er gemacht hat. Als ehemalige Lehrer interessiert mich die pädagogische Aufgabe, die wir eigentlich haben. Man kann feststellen, dass nicht nur die Erwachsenen, aus verschiedenen Gründen, das Auto ist auch daran schuld, immer weniger ihre Heimatnatur kennen. Weder die Vögel noch die Pflanzen. Die laufen. Außerdem früher waren die Lehrer auf den Dorfschulen die Träger der Naturkenntnis, der Heimatkunde, dazu gehört auch, dass man die heimatliche Natur kannte. Das ist weg. Die Lehrer wohnen nicht mehr an dem Ort, wo die Schüler wohnen oder wo die Schule ist. Die Schüler wohnen nicht, die Schule ist nicht mehr an dem Ort, wo die Schüler wohnen. Die Schüler werden zum Teil mit Autos in ihre Schulen gebracht, mit Bussen. Nicht? Im Bus hört man auch keinen Vogel mehr. Ich weiß noch genau, wo hier zwischen Löwenich und Zülpich dort in einem Strauch jedes Jahr eine Grauammer sammelt, durch ihren Zwitscherruf ertönt. Jedes Jahr an einem ganz bestimmten Strauch an dieser alten Römerstraße, von Zülpich nach Lenka, nach Belch. Die ist ja jetzt im See verschwunden. Über einem Jahr jetzt Pensionär der Finanzverwaltung und will eigentlich in der Natur etwas Sinnvolles machen. Und wie gesagt, durch verschiedene Beziehungen bin ich zu den Vögeln gekommen, habe aber auch immer so eine Null Ahnung. Ich kenne drei Vögel vielleicht. Und dann haben wir gesagt, geh doch mal in so eine Gruppe rein, weil da wirst du dann animiert, die Vögel kennenzulernen. Und dort sind auch Fachleute, die gerne bereit sind, dir die Dinge etwas näher zu bringen. Deshalb bin ich dann heute hier. Und mit aus verschiedenen Wegen hat es sich entwickelt, dass ich heute hier bin und passe mich jetzt gut. Also alles, was ich sehe, fotografiere ich mit Datum, mit Punkt- oder Gebietsverortung seit einigen Jahren. Und da sind jetzt Tonnen von brachliegenden Informationen zusammengekommen, mit denen ich persönlich ja nicht so viel machen kann, aber ich bin natürlich froh, wenn die irgendwo mal nützlich sind. Das geht über Pflanzen, über Insekten, über Vögel, Säugetiere natürlich. Ja, im Winter sind es auch durchaus nur Spuren im Schnee, also wirklich mich interessiert das alles. Und ich persönlich interessiere mich sehr für Storchenvögel und Baumörder. Sie sehen, die Interessenschwerpunkte können sehr unterschiedlich sein. Das Forum Ornithologie ist kein Verein, beitragsfrei und für die Teilnahme brauchen Sie kein NABU-Mitglied zu sein. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann schauen Sie doch mal bei uns rein. Jeden ersten Dienstag im Monat treffen wir uns im Restaurant Laku Beach am Zürbischer See. Auf der NABU Euskirchen Internetseite können Sie unter der Kategorie Forum Ornithologie den nächsten Termin unseres Treffens oder auch die Eindrücke vom Forum nachlesen. Wir freuen uns über jeden interessierten Ornithologen, ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Experte, ob jung oder im reiferen Alter, um uns für diese wichtige Aufgabe zu verstärken und ein Forum für interessante Gespräche und den Gedankenaustausch zu bieten und ganz besonders auch, um Erfahrungen weiterzugeben.